Mal überraschen. Bekannt wurde der Schweizer in der Telenovela Sturm der Liebe im Ersten. Gregory B. Waldis und Henriette Richter-Röhl spielten das erste und eins der beliebtesten Paare der Serie. Gregory B. Waldis steht gerne auch mal hinter der Kamera und beweist dabei ein gutes Auge fürs Detail. Heute hat Waldis zwei Kolleginnen vor der Linse. Sein Projekt, ein Panoramafoto für ein Bühnenstück. Der spannendste Moment ist, wenn der Druck fertig ist. Ah, schön. Immer wieder beeindruckend, wenn es dann aus dem Drucker kommt. Toll. Hinter wie vor der Kamera, Gregory B. Waldis hat seine Profession gefunden. Und das B wollen wir jetzt auch aufklären. Das ist Gregory Brian Waldis. Herzlich willkommen. Ein Riesenerfolg. Sie hätten ja auch Profisportler werden können. Ja doch, Sie sind doch einer von den Verrückten, die sich vom Merkur runterstürzen. Mit diesen Gleitschirmen, das machen Sie. Ja, das mal, aber da als Profi, muss ich sagen, da braucht man noch ein bisschen stärkere Nerven und viel mehr Training. Als ich aber Sie haben jetzt Gelegenheit, in Baden-Baden für den Merkur Werbung zu machen. Warum ist das so ein gutes Gleitschirmfliegerrevier? Das ist so einer dieser Spots, den man eigentlich immer unterschätzt, weil das ist ein kleiner Hügel und jeder denkt natürlich... Der 756 Meter oder irgend sowas so. Entschuldigung, ja. Das ist für einen Schweizer natürlich kein Riesenberg, genau, ja, aber für uns ist das schon ein gewaltiger Berg. Aber wie der Gleitschirmflieger sagt, da geht halt was. Gerade im Frühling ist gute Thermik, da gibt es halt so den Kessel, wo auch Baden-Baden liegt, das wärmt sich auf, da brennt die Sonne drauf und dann hat man super Thermik und kann von hier aus in den Schwarzwald rausfliegen. Das heißt, Sie gehen dann auf 1000 Meter Höhe? Ja, hier geht es auch ein bisschen höher, im Frühling richtig hoch. Und dann ab mit dem Wind meistens weiter zurück, ist ein bisschen schwieriger hier. Und haben Sie einen eigenen Gleitschirm? Ja. Und hatten Sie den auch mit jetzt im Baden-Baden? Habe ich jetzt dabei, ja. Und jetzt hat es geregnet. Ja, vorgestern ging es richtig gut wohl noch und jetzt heute nicht mehr. Ich bleibe noch ein paar Tage vielleicht. Wie viele Tage im Jahr kann man Gleitschirm fliegen in unseren Breiten? Fliegen kann man eigentlich immer, wenn das Wetter passt. Also gut, Thermik ist natürlich im Frühling sehr stark, im Sommer ein bisschen ruhiger, im Herbst sehr angenehm. Wir sind immer unterwegs gewesen zwischen den Nordalpen und Südalpen und da geht es eigentlich fast das ganze Jahr. Aber jetzt mal ehrlich, früher, wenn man Fußball spielte und eine Fernsehrolle bekommen hat, stand im Vertrag drin, man dürfe an keinen Punktespielen teilnehmen, weil die Produzenten Angst hatten, dass man sich verletzt. Ja. Jetzt ist Gleitschirmfliegen ja viel gefährlicher als Fußballspielen. Dürfen Sie das überhaupt? Ich glaube, ganz ehrlich, die Verletzungsquote beim Fußball ist wesentlich höher, nur es ist dann nicht ganz so tragisch wie beim Gleitschirmfliegen. Also wenn was passiert beim Fliegen, da ist sehr wenig Luft. Nee, das muss man schon sagen, es ist nicht ein Sport, wo man so seine Grenzen austestet, sondern man muss wissen, wie weit es geht. Aber es war, während Sturm der Liebe durfte ich gar nicht fliegen. Ach, das war Ihnen dann doch verboten? Ja, das war verboten. Danach habe ich in der Schweiz eine Serie gedreht. Und da war mir das Fliegen so wichtig, dass ich mir das habe reinschreiben lassen. Und ich glaube, die waren sich nicht bewusst, was so eine Versicherung kostet. Weil die haben das unterschrieben und haben dann richtig viel für die Versicherung zahlen müssen, dass ich fliegen. Aber Sie haben es geschafft. Vielleicht hat sie das auch so souverän gemacht und deshalb sind Sie so erfolgreich geworden.